Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal wieder ein Vlog. Und zwar bin ich mal seit langem mal wieder unterwegs. Die Sonne scheint ja so komisch, ja, oder? So, sitze schon im Auto, will jetzt losfahren und zwar zum Julien. Treffe mich da mit dem Zinne-Manuel, also der Manuel ist auch mit da. Und da wollen wir eigentlich ein paar Tage verbringen. Bei mir wird es doch ein bisschen leider kurz. Für mich ist es eigentlich bloß ein Tag. Aber wie gesagt, endlich mal wieder ein paar Leute sehen, mal wieder rauskommen. Ist ja alles schon viel zu lange her, wo man sich mal gesehen hat. Und ich habe gedacht, ich nehme euch hier ein bisschen mit auf die Reise. Ja, mal gucken, ich fahre jetzt knapp 2 Stunden, nicht ganz, fahre ich jetzt und dann mal gucken, ob der Manuel schon da ist. Er wollte schon, der hat ja ein bisschen weiteren Weg und ja, dann werdet ihr uns begleiten bei diesem geilen Wochenende. Ich freue mich schon richtig drauf. Ja, hallo. So, ich bin angekommen. Nee, da ist er. Mein Kopf war davor. Ja. Der Julien und der Zinne-Manuel. Zinne-Manuel. Mit Z wie Zorro. Zinne-Manuel. Ja, wir sind jetzt hier und wir haben so einen kleinen Begrüßungsschluck. Gar nichts. Ja, das Wasser hier. Ja. Und was machen wir jetzt noch? Einkaufen. Grillen. Saufen, Saufen, Grillen, Essen, Einkaufen, Saufen, Grillen. Genau. Eigentlich in dieser Reihenfolge. Das Typische eigentlich, was man macht, wenn Männer sich treffen. Und mal gucken, was noch so geht. Was? Manuel hat das gute bayerische Wetter mitgebracht. Ja. Und wie sie uns tatsächlich regnet? Nee, bei uns hat nur so ein bisschen. Ja. Okay. So, hier wieder so typischer Abend. Wir wollen los zum Grillen. Und keiner kommt aus dem Arsch. Ich bin aus dem Arsch. Ja, du warst. Ja. Hier ist übrigens der Bollerwagen. Wo ist das Grüne? Im Kühlschrank, du Affe. Hier unser Bollerwagen. Wir haben jetzt dabei natürlich Jacken, weil es kalt wird. Cola, Bier, alkoholische Getränke sind ja in diesem Loki for President Rucksack. Ja, wir haben hier noch. Ach, was ist ich? Da ist der. Hier, die zwei waren im Tiefkühlfach, die sind kalt. Ach ja, die hatten wir im Tiefkühlfach gepackt. Die können wir ja. Wollen wir jetzt gleich ein Tasting machen hier? Schnell noch? Ja, klar. Ich sitze gerade hier. So, machen wir jetzt mal schnell ein Tasting hier. So, Kamera umdrehen. Was ist los? Bevor du überhaupt losgeht hier. So, wir haben hier diese, zeig mal her, so eine scheiß Büchse hier. Wir haben hier Jack Daniels Crisp Delivery. Ich hab's zwischen den Eiern. Crisp Delicious. Crisp and delicious. Ach so, siehst du, ist das ein Idiot. Tennessee Apple. Aber ich sag mal, der hat nur 3%. Was soll das sein? Wieso hat der nur 3%? Da steht doch da oben 3%. Ja, aber wieso? Und dann Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten. Hey, es hat Bier mehr Prozent. Alkoholisches Mixgetränk steht hier. Bier hat mehr Prozent und Wein hat mehr Prozent und ist ab 16. Man muss hier maßvoll. Warst du schon mal auf dieser Seite maßvoll genießen? Die ist sehr lustig. Nee, maßvoll war ich schon oft auf dem Oktoberfest. Ach, scheiß drauf, komm, bevor wir lange labern hier. Ja. Ich glaub schon. Ich muss erstmal. Ich krieg die nicht auf mit in der Hand. Soll ich das Ding halten? Ich hab's. Du kannst mein Ding halten, ja. Nee. Du kannst die Kamera drehen und uns dann. Ach ja, warte. Ich könnte sie gerne raus damit. Ja. So. Also. Zum Wohl, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Riecht sehr doll nach Apfel, finde ich. Und künstlich riecht das. Künstliches Aroma. Das hat ein Apfel, glaube ich, nie gesehen. Das schmeckt total scheiße. Oh, hier riecht aber schon gut. Schmeckt sehr säurehaltig, gell? Ich weiß nicht, schmeckt irgendwie so apfelmäßig. Aber eher Zitrus, gell? Ja, so. Zitrussäure, irgendwas. Was ist denn da drin? So, ich bin nur dieser Tonic. Tonic ist es. Ja. Mit natürlichen Aromen und Zitronensäure, da sage ich es doch. Konservierungsstoffe. Ah, lass ich verstehen. Ja, genau, da haben seine Eltern gleich was, wenn sie ankommen. Total scheiße. Vor allem in 4 Tagen ist das schön. Hat nur 3 € gekostet, diese Scheißdose. Total scheiße. Jeden Cent wert. Ah, jetzt muss ich was anderes trinken, um diesen ekelhaften Geschmack wegzukriegen. Naja, wir lassen uns schnell losgehen. Schmeckt scheiße. Also sag, wie sagst du jetzt? Schmeckt? Es darf nicht warm werden.
Aber es geht. Ja, für einmal testen geht's. Was machst du jetzt hier? Das ist eine Wespe. Ist das ein Idiot? Der kann immer filmen. Was kannst du überhaupt von ein paar Wespen? So, wir haben es nicht geschafft. Sind jetzt unterwegs hier mit dem Bollerwagen. Ja, natürlich. Das ist so hier wie Herrentag hier, der Männerbollerwagen. Aber diesmal sind keine Plattenreifen wie bei Manuel. Du kannst ja den Bollerwagen nicht benutzen, weil dein Reifen platt war, oder nicht? Ja. Da wisst ihr, also ich guck deine Videos. Ja, genau. Ja. Stimmt, Alter. Ach, du bist der eine. Der, ja. So, wie gesagt, der Bollerwagen vom Berger, so, ja. Mit einem sehr, wie soll ich sagen, untalentierten Fahrer. Der quietscht ja. Natürlich, wie Manuel schon sagt, nur Klamotten drin. Ja. Weil wir wollen ja nicht frieren, wenn wir saufen. Irgendwo umfallen. Ja. Jetzt sehen wir hier durch den dunklen Park. Wir sehen, was Jules mit uns vorhat. Ja. Ich sage komischerweise immer, wenn ich die Sonnenbrille aufsetze, die Sonne weg. Das ist jetzt so ein komisches Phänomen. Naja, mal gucken, wir haben jetzt einen schönen Grillabend vor uns, hoffe ich. Ich hoffe, jemand hat an Grillkohle gedacht. Sonst wird es ein sehr... Wir haben doch genug Klamotten dabei, die wir verheizen. Naja, wir schauen mal. Nix, servus. Servus. So, Prost. Prösterchen. Achso, ich muss übertrinken, ja? Ja, wäre schön, wenn wir nur mal anstoßen hier. So, warte. So, entspannt beim Grillen. Natürlich mit einem alkoholfreien Getränk. Kann ich? Natürlich kannst du. Der Grill ist auch schon lange. Feuerkorb haben wir auch. Der brennt ja auch schon. Ja. So, hier Alkohol-Tasting. Zeig mal her die Scheiße. Jodelmix. Oh, der Jodeln war danach. Ja. Oh, jeder muss mindestens einmal jodeln. Hey, mein Freund, ich glaube, wir müssen die Musik ausmachen, sonst kriegen wir wieder einen Copyright. Ich habe hier, was habe ich hier? Steinbeißer. Beißt man danach in Steine? Nee, wo gab's den Steinbeißer? Den gab's ja. doch bei Die unendliche Geschichte, oder? Stimmt. Der Steinbeißer. Ja, stimmt, da war ein Steinbeißer. Hier haben wir noch den Rest irgendwie. Hey, hast du schon wieder die? Ah, nee. Hast du schon getrunken oder was? Der hat schon getrunken. Du sollst doch auf uns warten, nur ein Schwein trinkt allein. Nur ein Schwein. Hast du Sachen von der Art? Ein Ding? Natürlich haben wir alle so ein Ding. Wir haben alle ein Ding. Von euch hier, damit ich euch filmen kann. Ja, hier. Bringt ja nichts, dass ihr euch hier selber seht hier. Ich nehme Hass. Ah! War lecker. Du musst doch anstoßen. Achso, jetzt zu spät. Haselnuss. Auf dein Wohl. Jo. Aber schmeckt eigentlich, kann man trinken. So. Oh, der war lecker. Aber erstmal mit Whisky nachspülen. Was haben wir noch? Himbeer? Wo ist der Apfel? Kirsch oder was? Boah, das reicht aber eh. Apfelbirne, Mann. Ein Apfelbirne, Mann. Wenn er nicht zu nah, wenn sonst. Was? Geil Bild. So, hier wird nochmal gegrillt. Oh Gott, ich muss kotzen. Alter, das ist heiß. Ich muss hier hilfreich. Was ist mit dir los? Hä? Ja, der zweite Tag bricht an. Wir haben alle, ein bisschen zu wenig geschlafen, glaube ich. Ja. Nee, schaut immer so aus. Der sieht immer so scheiße aus. So, und jetzt wollen wir mal frühstücken. Jetzt so langsam bricht doch langsam ein bisschen. Nach achtmal Scheißen hier. Ja, jetzt mein Magen ist leer. Mein Darm. Alarm im Darm. Ja. Und jetzt kann er wieder befüllt werden. Also. So, kleine Shoppingtour, Frühstückstour. Den kaputten hier. So, wir sind hier beim Frühstücken. Wir haben jetzt noch kein Essen, aber schon mal die Tränke. Ja, das Maß ist voll. Das Maß ist voll. Ja, erst mal die Urinprobe abgeben, damit wir hier essen dürfen. Das gesunde Frühstück hier mit 1,5 Liter Fanta. Ja. Der Zuckerschock am Morgen. Julian mit deinem schönen Shake. Schoko-Shake noch, ja? Koko-Schoko.
Ich trinke nur eine Latte. Na gut, mal gucken, wann das kommt. So, hier nochmal das Zimmer von Julian, wo sie ja schon sehr viel verändert hat. Ja, aber ein kleiner Künstler ist hier, wenn ich das mal so anguckt. Ich lasse den einfach mal laufen hier, ohne Kommentar. Jo Leute, ich würde sagen, wir nähern uns dem Ende des Vlogs. Wie ihr sehen könnt, bin ich wieder zu Hause hier, will jetzt das Video schneiden. Habe gedacht, Mensch, du hast ja nicht den richtigen Abschluss. Ja, wie es immer so ist, der Abschied ist dann immer schnell, man muss dann los. Und ja, so viel hat mir jetzt auch nicht gefilmt. Wir hatten uns auch schon lange nicht mehr gesehen. Da wurde natürlich viel erzählt und gequatscht. Und ja, war wieder mal viel zu kurz natürlich. Kurz, ja, es waren ja eigentlich bloß knapp 24 Stunden. Ich da war, der Manuel war ja noch einen Tag länger da. Ja, es war trotzdem mal wieder sehr, sehr schön, die beiden wiederzusehen. Wie gesagt, den Manuel hatte ich schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen, den Julian schon seit anderthalb Jahren nicht mehr. Und ja, müssen wir auf jeden Fall wiederholen, öfters machen wieder so eine Sachen. Und war jedenfalls ziemlich geil. Ich hoffe, der Vlog hat euch ein wenig gefallen. Ein paar Sachen konntet ihr mitnehmen. Schaut doch mal bei Manuel vorbei, der hat nämlich auch einen Vlog gemacht. Ein paar Sachen aufgenommen oder ein bisschen mehr, glaube ich, sogar wie ich. Ja, könnt auch gerne mal vorbeischauen da und euch auch das Video anschauen. In diesem Sinne, hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.